Hallo, wunderschönen guten Tag hier aus Deutschland, Düren. Liebste Eltern, all meine lieben, herzlichen, unternehmungsvollen Facebook-Freunde und besonders grüße ich heute zum 22.01.2024 ja, all unsere gemeinsamen Videokanal-Interessenten und Abonnenten. Seid besonders lieb gegrüßt von mir, ja? Wir haben also zwei Neuigkeiten. Leider eine sehr, sehr traurige, die derzeit im Fernsehen übertragen wird auf SWR, und eine positive. Es sind zwei Angelegenheiten. Die leider negative Nachricht ist, dass im SWR derzeit übertragen wird der Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble. Gedenken im Deutschen Bundestag. Ich blende das auch mal ganz kurz ein. Hier ist eine kurze Beschreibung zu sehen. Ich mache auch mal die Lautstärke etwas lauter. Ebenso wie Bücher aus den aktuellen Bestsellerlisten. Er war ein Kenner der Künste. Vor gut einem Jahr wurde Wolfgang Schäubles Porträt für den Deutschen Bundestag gehängt. Der Journalist zeigte ihn als Chef des Bundeskanzleramts. Vor dem Attentat, das sein Leben für immer veränderte. Wolfgang Schäuble lehnte ab. Weitere Versionen entstanden und wurden verworfen. Das Porträt, das Wolfgang Schäuble schließlich gefiel, zeigt ihn als Redner. Als Redner, der die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Gegenrede einlädt. Und als Mann, durch den, Zitat, die Republik hindurchgegangen ist. So beschrieb ihn Tina Hildebrand in einem Nachruf für die Zeit. Das Porträt zeigt auch das typische Wolfgang Schäuble-Lächeln. Etwas Jugendliches hatte er sich bewahrt. Bis zum Schluss blieb er wissbegierig und offen für Neues. Ausgerechnet er, der Alterspräsident, nahm die jungen Abgeordneten ebenso ernst wie die jungen Menschen im Land. Er zeigte auch Verständnis für die Streiks von Schülerinnen und Schülern für eine entschlossene Klimapolitik. Auch wenn er vor den radikalen Methoden einiger Aktivistinnen und Aktivisten warnte. Aus Sorge um das Klima und die Artenvielfalt forderte er immer wieder konsequentes Handeln ein. Er selbst arbeitete in seiner Jugend auf einem Soldatenfriedhof im Elsass. Dort lagen Gefallene des Ersten Weltkrieges. Diese Jugenderfahrung hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Fest verwurzelt in der Grenzregion war ihm die deutsch-französische Freundschaft ein besonderes Anliegen. Auf den Tag genau, heute vor 6 Jahren, sprach er in der französischen Nationalversammlung. Er warb für eine gemeinsame Kammer mit dem Deutschen Bundestag. Die deutsch-französische parlamentarische Versammlung ist sein Vermächtnis für die deutsch-französische Freundschaft. Dafür werden ihm die Abgeordneten in beiden Ländern immer dankbar sein. Bei der Amtsübergabe hat Wolfgang Schäuble mir die deutsch-französische parlamentarische Versammlung sehr ans Herz gelegt. Dem Bundestag und mir persönlich ist sein Vermächtnis ein Ansporn und eine Verpflichtung, die Partnerschaft unserer beiden Länder zu vertiefen. Sehr geehrte Damen und Herren, Realisten und Träumer. Wolfgang Schäuble nutzte dieses Begriffspaar manchmal, wenn er über Europas Zukunft sprach. Für ihn war die europäische Einigung ein Friedensprojekt, die Lehre aus der deutschen Geschichte. Wir erinnern uns besonders an den Realisten Wolfgang Schäuble, der europäische Krisen bewältigte. Wir sollten aber auch den europäischen Träumer nicht vergessen, der in Krisen immer auch Chancen sah. Für sein Krisenmanagement und seine Vision wurde ihm 2012 der Aachener Karlspreis verliehen. Wenige Tage vor seinem Tod träumte Wolfgang Schäuble noch einmal für eine Kolumne in der Zeit. Er zitierte Nathan den Weisen, der zu seiner Tochter sagt: Weißt du, wie viel leichter andächtig schwärmen, denn gut handeln ist?
Es waren seine letzten veröffentlichten Worte. Sie sind eine Aufforderung an uns. Mehr als 50 Jahre lang hat Wolfgang Schäuble alles daran gesetzt, klug zu handeln. Sehr, sehr oft ist es ihm gelungen. Danke, Wolfgang Schäuble. Der Deutsche Bundestag und diese Trauerversammlung verneigen sich vor einem großen Staatsmann und Demokraten. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Bärbel Baas hat es gesagt, ohne Wolfgang Schäuble wäre Berlin wahrscheinlich nicht Bundeshauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands geworden. Insofern ist es folgerichtig, dass dieser Trauerstaatsakt nicht anderswo stattfindet, das wäre ja auch möglich gewesen, sondern in Berlin, im Reichstagsgebäude, in diesem Bundestag. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Monsieur le Président de la République Française, Frau Bundestagspräsidentin, Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Bundeskanzler, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, liebe Ingeborg Schäuble, liebe Familie Schäuble, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Am späten Nachmittag des 4. Juli 1954 sitzen in der kleinen Stadt Hornberg im Schwarzwald drei Brüder im Alter von 16, 11 und 6 Jahren mit ihren Eltern vor einem Radio und verfolgen das Endspiel Deutschland gegen Ungarn der ersten Fußballweltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Beim Stand von 0-2 für Ungarn bekommt der Mittlere, so berichtet er es später, von seinem Vater mit den Worten: Da hast du es, eine kleine Ohrfeige, weil er, Wolfgang, von Anfang an gesagt hatte: Wir gewinnen. Als ob er schuld sei an dem Rückstand. Und wir gewinnen doch, war seine Antwort mit Tränen in den Augen. Wir alle wissen, wie die Sache ausging. Deutschland hat das Endspiel mit 3-2 gewonnen. Das Wunder von Bern war geboren. Und der 11-jährige Wolfgang Schäuble hatte recht behalten. Vor 4 Wochen am Abend des zweiten Weihnachtstages ist der fußballbegeisterte Junge von damals im Alter von 81 Jahren gestorben. Was sagt uns diese kleine Familiengeschichte aus den Anfängen unserer Republik noch heute? Nun, zum einen, da war schon mit 11 Jahren jemand, der nicht aufgibt, auch nicht bei einem Rückstand. Und da war jemand richtig Sport- und Fußballbegeistert. Nicht aufgeben und die Begeisterung für den Sport. Diese beiden Charaktermerkmale sind auch die nachfolgenden 7 Jahrzehnte prägende Eigenschaften von Wolfgang Schäuble geblieben. Prominente Vorbilder hatte ich in meinem Leben keine, schreibt er in seinen Erinnerungen, die er noch in der Woche vor Weihnachten fertiggestellt hat. Aber wenn es ein Idol meiner Jugend gab, dann war es Fritz Walter, der Kapitän der Weltmeisterschaft. Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, der Wille zum Erfolg, aber auch Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Bescheidenheit und vor allem Anstand. Das alles verbinde ich mit Fritz Walter. Es sind prägende Werte, die mir auch meine Eltern vorlebten. So schreibt er es. 1974 wird Deutschland zum zweiten Mal Fußballweltmeister. Und dieses Bild geht um die Welt. Franz Beckenbauer als der Kapitän der deutschen Mannschaft hält den schweren Goldpokal in die Höhe. Und direkt hinter ihm stehen Wolfgang Schäuble und seine Frau Ingeborg zusammen mit Fritz Walter. 2 Jahre zuvor war Wolfgang Schäuble erstmalig Mitglied des Deutschen Bundestages geworden. Und er wurde von seiner Fraktion zunächst in den Sportausschuss des Deutschen Bundestages entsandt. Beim Endspiel in München 1974 war er sportpolitischer Sprecher unserer Fraktion. Welche kleine Ironie der Geschichte, dass wir nun zu Beginn des Jahres 2024 innerhalb weniger Tage Abschied nehmen von beiden. Von Wolfgang Schäuble
und von Franz Beckenbauer. Mit beiden geht ein Stück Geschichte unseres Landes. Aber es bleiben eben diese Bilder, die uns auch prägen und dankbar erinnern. Die Wahlperiode von 1972 war eine Wahlperiode härtester politischer Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stand die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, 1974 der Kanzlerwechsel hin zu Helmut Schmidt. Der Wechsel wird zum Begleiter von Wolfgang Schäuble. Kanzlerwechsel und Regierungswechsel. Kein Abgeordneter des Bundestages hat davon mehr erlebt als Wolfgang Schäuble. Erst Abgeordneter in der Opposition, dann in der Regierung, wieder in der Opposition, erneut Regierung und zum Schluss noch einmal Opposition. Über allem steht die protestantische Pflichterfüllung. Eine Pflichterfüllung gepaart mit Neugier und Zugewandtheit zu den Menschen, mit Freude an der politischen Arbeit, mit Rede und Gegenrede, mit Höhen und Tiefen. Wolfgang Schäuble war, wir haben es in den letzten Tagen oft nachlesen können und voller Respekt auch sagen hören, über 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Fast zwei Jahrzehnte Bundesminister, 10 Jahre Vorsitzender unserer Bundestagsfraktion, zum Schluss Präsident des Deutschen Bundestages. Was bleibt von Wolfgang Schäuble jenseits dieser Jahreszahlen? Da ist zunächst und vor allem der Parlamentarier, der seinen Wahlkreis Offenburg 14 Wahlperioden im Deutschen Bundestag vertreten hat. Wie tief seine Verwurzelung in seiner badischen Heimat war, das konnten viele von uns zuletzt und sehr eindrucksvoll am Tag seiner Beisetzung in Offenburg erleben. Eine ganze Stadt, eine große Region nimmt voller Dankbarkeit Abschied und begleitet ihn auf seinem letzten Weg von der Kirche zum Friedhof. Dieses Mandat im Deutschen Bundestag war der innere Kern seiner politischen Arbeit. Heimat war für ihn der Bezugs- und Mittelpunkt, so wie seine Familie persönlich. Und dann gibt es so etwas wie einen Dreiklang seines größeren politischen Vermächtnisses. Dieser Dreiklang lautet Deutsche Einheit, Berlin, Europa. Und alle drei Teile gehören eng zusammen. Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands trägt die Handschrift von Wolfgang Schäuble. Zusammen mit seinem Verhandlungspartner Günter Krause gelang es ihm, innerhalb von nur wenigen Monaten nach dem Fall der Mauer einen unterschriftsreifen völkerrechtlichen Vertrag über den Beitritt der damaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland zu verhandeln und in beiden Parlamenten, dem Deutschen Bundestag und der frei gewählten Volkskammer der DDR, zur Zustimmung zu bringen. Vergessen wir auch heute nicht, dass dieser Vertrag nur möglich wurde, weil Deutschland in dieser Zeit des Umbruchs in Europa und darüber hinaus hohes Vertrauen bei zahlreichen Staats- und Regierungschefs und in sehr vielen Ländern genoss, nicht überall gleich ausgeprägt, aber immerhin ausreichend genug, um vor dem Einigungsvertrag noch den 2+4-Vertrag mit den Supermächten, mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges abzuschließen. Ein Vertrag, der Deutschland erst die volle Souveränität zurückgab, den Einigungsvertrag dann auch abzuschließen. Ich habe diese spannende historische Zeit unseres Landes miterlebt als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Unsere europäischen Partner schauten damals mit einer besonderen Sensibilität und häufig mit Skepsis auf die politischen Entwicklungen in Deutschland. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble, ebenso wie Theo Weigel und Hans-Dietrich Genscher, im Verlaufe des Prozesses auch Willy Brandt, waren die Repräsentanten unseres Landes, die in Europa, in den USA und in der damals noch bestehenden Sowjetunion ein so hohes Maß an Vertrauen genossen, dass der Einigungsvertrag möglich wurde. Und darauf wurde Wolfgang Schäuble nie müde hinzuweisen. Deutschland hat Verantwortung in und für Europa, aber Deutschland braucht auch Vertrauen in Europa. Und dieses Vertrauen muss sich Deutschland immer wieder und beständig erarbeiten, verbunden mit der Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen. Die Tatsache, dass der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im letzten Jahr hier in Berlin die Festrede für Wolfgang Schäuble im Deutschen Historischen Museum aus Anlass seines 50. Bundestagsjubiläums gehalten hat, war Ausdruck eines solchen Vertrauens. Die Tatsache, dass Sie, sehr geehrter Herr Staatspräsident Emmanuel Macron, heute hier bei uns sind,
Und beim Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble sprechen ist ebenfalls Ausdruck eines solchen Vertrauens und ehrt uns alle. Wolfgang Schäuble hat als Bundesinnenminister und als Bundesfinanzminister an so gut wie allen europäischen Räten, dem Rat für Justiz und Inneres und dem Rat für Wirtschaft und Finanzen, persönlich teilgenommen. Nur so konnte er ein breites Netzwerk aufbauen, bis hin zu Freundschaften mit vielen seiner Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die vielen Schreiben und Zeichen der Verbundenheit, die die Familie Schäuble, die aber auch wir, seine politischen Freunde, in den letzten Wochen aus Deutschland, aus vielen Ländern Europas, ja aus der ganzen Welt erhalten haben, sind Zeichen einer tiefen Zugewandtheit und eines großen Respektes. Wolfgang Schäuble hat immer gewusst, wie wichtig diese persönlichen Begegnungen in der Politik sind, vor allem in der europäischen Politik. Er konnte in der Sache sehr hart sein. Und das hat ihm zum Beispiel in der Finanzkrise nicht nur neue Freunde eingetragen. Aber sein Umgang war immer fair. Er war immer bereit, seinem Gegenüber respektvoll zuzuhören und war immer bereit, im Interesse Europas Kompromisse zu machen. Die Zusammenarbeit mit Frankreich war für Wolfgang Schäuble besonders wichtig. Diese Einschätzung war ihm nicht nur durch seine Herkunft in die Wiege gelegt. Er wusste um die historische Bedeutung und um unsere besondere Verantwortung zusammen mit Frankreich. Deshalb ist es, und Frau Bundestagspräsidentin, Sie haben es bereits gesagt, ein so schönes Zeichen, dass wir heute, am 22. Januar, zusammentreffen, dem Tag, an dem vor genau 61 Jahren der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, den wir seitdem auch den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag nennen, in Paris verabschiedet wurde. Wolfgang Schäuble war ein begnadeter Redner, ein leidenschaftlicher Parlamentarier. Wir haben es schon einige Male gesagt und an einem solchen Tag wie heute verdient es, wiederholt zu werden. Wir wären heute ohne Wolfgang Schäuble vermutlich nicht in dieser Stadt und nicht in diesem Haus. Mit Berlin hat Wolfgang Schäuble aber immer mehr verbunden als lediglich einen Standort von Parlament und Regierung. Er hat Berlin auch nicht nur als unsere Hauptstadt im formalen Sinne gesehen. Berlin war für ihn vor allem, und so hat er es in der schon genannten Rede in der Bonn-Berlin-Debatte zum Ausdruck gebracht, das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland. Ich selbst habe Wolfgang Schäuble persönlich erst seit 1994 näher kennengelernt, mit meinem Wechsel in den Deutschen Bundestag. Da hatte sein zweites politisches Leben nach dem Attentat schon begonnen. Er war mein erster Fraktionsvorsitzender und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Politisch, aber auch im Umgang mit einer Fraktion selbstbewusster Abgeordneter. Über die letzten 30 Jahre ist zwischen Wolfgang Schäuble und mir eine tiefe und vertrauensvolle Freundschaft entstanden. Wir haben nur ein einziges Mal richtig Streit miteinander gehabt. Und das war, ich werde den Tag nicht vergessen, am 12. Mai 2012. An diesem Tag gewann meine Mannschaft, Borussia Dortmund, gegen seine Mannschaft, Bayern München, mit 5:2 den DFB-Pokal. Ich saß vor einem laut schimpfenden Wolfgang Schäuble, der in diesem Augenblick auf mich schauend, vermutlich auch an die Ohrfeige seines Vaters vor knapp 60 Jahren, gedacht haben mag. Wir haben über dieses Spiel nie wieder gesprochen. Den Vorsitz unserer Fraktion hat Wolfgang Schäuble immer als die schönste und zugleich anspruchsvollste Aufgabe angesehen, die er hatte. Und trotzdem folgte auf diese Zeit mit einiger Verzögerung noch einmal eine lange Zeit in der Regierung, zum zweiten Mal Bundesinnenminister, dann mehr als 7 Jahre Bundesfinanzminister. In beiden Ämtern hat Wolfgang Schäuble tiefe Spuren hinterlassen. Es sei nur die Islamkonferenz genannt und sein umsichtiger Umgang mit den Themen Einwanderung und Integration. Aber auch die Bewältigung der Eurokrise vor 10 Jahren und erstmalig seit Jahrzehnten über mehrere Jahre ein ausgeglichener Bundeshaushalt. Politik hat einen Führungsauftrag, so schreibt er in seinen Erinnerungen, und muss Vorstellungen von der Zukunft entwickeln und für sie eintreten. Im Zweifel erst einmal gegen die Mehrheit, aber die kann man gewinnen. Alle diese Erfahrungen, dieses Wissen und die ihm immer erhalten gebliebene uneitle Bescheidenheit ließen ihn zu einem herausragenden Präsidenten unseres Parlaments werden. Lassen Sie mich abschließend noch seine Antrittsrede zitieren, die er nach seiner Wahl zu unserem Präsidenten am 24. Oktober 2017 hier im Haus gehalten hat. Wir müssen das Vertrauen in das repräsentative Prinzip wieder stärken.
Und er fügt hinzu, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit. Ohne Parlamentarismus geht all das nicht. Ohne Parlamentarismus geht all das nicht. Dieser Satz steht über dem politischen Lebensweg von Wolfgang Schäuble. Dieser Satz ist sein eigentliches politisches Vermächtnis. Und so nehmen wir heute hier in Berlin endgültig Abschied von Wolfgang Schäuble. Wir teilen unsere Trauer mit seiner Familie, seinen Freunden, seinen Weggefährten. Wir sind und bleiben ihm zu großem Dank verpflichtet. Wir verneigen uns vor einem wahren Staatsmann unseres Landes, vor einem europäischen Staatsmann, vor einem streitbaren Demokraten, vor einer prägenden Persönlichkeit der jüngeren Geschichte unseres Landes. Danke, Wolfgang Schäuble. Eine sehr persönliche und politische Würdigung Wolfgang Schäubles durch seinen Freund Friedrich Merz. Und die Abschlussrede wird nun der französische Präsident Emmanuel Macron halten. Er wird wohl auf Französisch und auf Deutsch sprechen. Liebe Frau Schäuble, Madame, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Frau Bundesratspräsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren. Wenn heute im Bundestag die Stimme eines Franzosen zu hören ist, dann ist das dank der Freundschaft dieses großen Deutschen. Ein halbes Jahrhundert lang konnte man die Stimme dieses Deutschen hier im Bundestag hören, länger als jede andere. Mir wird damit eine große Ehre zuteil. Dieser Wunsch Wolfgang Schäubles, einen Franzosen im Bundestag sprechen zu lassen, sagt viel über sein Vertrauen in unsere beiden Länder. Es sagt aber auch viel über unsere Geschichte und über unsere Zukunft. Nacheinander hat Europa zwei seiner großen Vordenker verloren, Jacques Delors und Wolfgang Schäuble. Zwei Staatsmänner, die für ihre Länder und für Europa alles gegeben haben. Zwei Staatsmänner, zwei Leben als Bindeglieder, als Vermittler. Auf der einen Seite der Enkel eines Schreiners aus dem Schwarzwald, auf der anderen der Enkel eines Landwirts auf dem Massiv Central. Zwei Finanzminister, zwei Gründerväter der europäischen Einigung und der Aussöhnung der Völker, zwei Männer mit der gleichen intellektuellen Aufrichtigkeit und demselben Verantwortungsbewusstsein. Sie sind in Abstand einer Nacht von uns gegangen. Und unser Herz als Europäer trägt nun zweifache Trauer. Sie, Herr Präsident Steinmeier, waren an meiner Seite im Hof des Invalidendoms, um Jacques Delors zu ehren. Heute stehe ich im Halbrund des Bundestags, um den Lebensweg von Wolfgang Schäuble zu ehren. Wolfgang Schäuble, ein großer Diener Deutschlands, ein großer Europäer und ein großer Freund Frankreichs. Frankreich war für ihn als Kriegskind zunächst nicht mehr als ein Wort, das für dramatische Ereignisse stand, für Schlachten, Tote und Zerstörungen. Seine Beziehung zu Frankreich durchlief
mehrere Etappen. Nur wenige Kilometer von seinem Heimatort, auf der anderen Seite der Grenze, lagen Colmar und Straßburg, so nah und doch so fern. Dann erhielten diese Namen Gesichter. Das freundliche Gesicht eines französischen Offiziers, der im Haus seiner Kindheit in Freiburg untergebracht war, in der französischen Besatzungszone. Die Gesichter treuer Freunde, die er nie vergessen sollte. Die Gesichter von Frauen und Männern, mit denen er Werte und Projekte teilte. Dann erlernte er die französische Sprache. Sie öffnete ihm die Türen zur französischen Welt von Literatur, Kultur und Film. Er las Albert Camus ebenso wie Anna Arendt. Er liebte Catherine Deneuve ebenso wie Karin Dorr und Jeanne Moreau ebenso wie Maria Sebald. Später kamen Reisen, die Lichter von Paris, aber auch die endlosen weißen Gräber auf den Militärfriedhöfen der Vogesen. Und darauf folgte ein Satz aus dem Mund von General de Gaulle, der sich 1962 auf Deutsch an die deutsche Jugend von Ludwigsburg wandte, in seinem Land Baden-Württemberg. Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das ist Kinder eines großen Volkes, ja von eines großen Volkes. Diese Worte prägten ihn. Diese Worte, die Taten waren, weil sie versprechen und versöhnen, weil sie die Zukunft beider Länder wieder verknüpfen. Einige Monate später, am 22. Januar 1963, wurde der Elysee-Vertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag nahm uns in die Pflicht. Die Pflicht zur Aussöhnung. Diese Aufgabe lag in den Händen mehrerer Generationen. Zu ihnen gehören die Gründerväter Europas, Helmut Kohl, Willy Brandt, Jacques Delors, Jean Monnet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer. Wolfgang Schäuble zählte zu dieser Generation der Baumeister. Et en vous écoutant, Madame la Présidente du Bundestag, Monsieur Friedrich Merz, je voyais se dessiner la fresque au fond de votre histoire, de notre histoire collective. Wolfgang Schäuble avait vécu chaque événement seit 60 Jahren aktiv und war im Laufe seines politischen Engagements zu einem lebendigen Gedächtnis geworden. Seine Jahre als Abgeordneter, sein starkes Engagement an der Spitze der CDU, inmitten dieser jungen Generation, die an der Seite von Helmut Kohl die Partei modernisieren wollte, ihn unterstützte er in einem entscheidenden Moment der Weltgeschichte. Seine Jahre als Innenminister, zweimal als Finanzminister und Doyen ihrer Regierung, als Land durch die Turbulenzen des Jahrhunderts begleitete, voller Pflichtbewusstsein, voller Überzeugung. Trotz dieses Dramas, das seinen Körper lähmte und sein Leben an diesem schrecklichen 12. Oktober 1990 in ein Vorher und Nachher teilte, in zwei Leben. Doch es gelang ihm, diese beiden Leben zu verbinden und eines daraus zu machen, über die Verletzung hinaus. Ebenso gelang es ihm, die beiden Teile Deutschlands zu vereinen. Er gehörte zu dieser Generation, die Deutschland zusammengeführt hat. Der bewegendste Moment meines politischen Lebens, disait-il. Il le savait, ce processus d'unification allemande ouvrait la porte européenne, l'unité allemande. Er wusste, dieser Prozess der deutschen Wiedervereinigung war der Beginn einer neuen Ära Europas, denn die deutsche Einheit und die europäische Einigung waren in den Worten von Helmut Kohl zwei Seiten derselben Medaille. Seine Rolle an ihrer Seite, an der Seite Angela Merkels als Hüter der Finanz- und Haushaltsregeln in einem krisengeschüttelten Europa, wurde im restlichen Europa, darunter auch in Frankreich, nicht immer verstanden.
Davon blieb jedoch der Respekt der Mitgliedstaaten für diesen unabhängigen Freigeist unberührt. Jene bezeugen können, die ihm beim ECOFIN-Rat und bei der Eurogruppe begegnet sind. Viele von ihnen sind heute hier. Franzosen, aber Menschen, die aus ganz Europa gekommen sind. Ja, das war ja jetzt eine hochinteressante ja, Staatstrauerakt-Rede hier. Ne? Ich muss sagen, ich bin auch sehr vertieft in die Angelegenheit. Der gesamte Deutsche Bundestag ist vertreten. Aber ich denke mir, wir werden jetzt mal kurz eine Pause machen. Ich mache daher die Lautstärke auch mal ein klein bisschen leiser. Ich hoffe, diese politischen Informationen, ja, ich meine, man lernt ja im Leben nie aus, haben euch gefallen. Dann würde ich sagen, dass wir mal zum nächsten Thema kommen. Nach dieser hochinteressanten, wirklich sehr ausführlichen Rede im Bundestag zum Gedenken an Wolfgang Schäuble kommen wir jetzt zur nächsten Angelegenheit. Ja? Ich habe hier auf dem Sofa wieder etwas vorbereitet. Besonders möchte ich doch betonen den Dresdner Christstollen. Der charmante Videofilmer wird das jetzt gleich mal drehen. Es sind hier einige Genüsse, ja, die auf dem Sofa liegen. Und wir haben auch einen positiven Anlass. Am 21.01.2024 hatte der hochkreative Markus Geburtstag, ja. Und aus diesem Anlass bringe ich ihm jetzt ein kleines Ständchen nachträglich. Wir haben gestern schon seinen Geburtstag gefeiert und auch mit Henkel-Sekt angestoßen. Ja, besonders auch auf Glück, Liebe, Erfolg und interessante Erlebnisse. Weitere sehr hochkreative gemeinsame Videoarbeit. Ja, und natürlich auch das große Vorhaben dieses Jahr, Mallorca wieder, Luxusimmobilien drehen zu können. Ja, der Markus hat sich zwei Anschaffungen gemacht zu seinem Geburtstag. Jetzt lacht bloß nicht, ja, aber das ist eine Abflusssaugpumpe, die wird er gleich ausführlich drehen. Dann hat er sich noch, weil er ja Gourmetkoch ist, ein Chefskneife-Messer Homecook hat er sich angeschafft, ja, also auch ein Spezialmesser. Und alles andere, was hier ist noch ein besonderes Teil, das habe ich dem Markus gekauft für hervorragende kreative Videoarbeit und Videogestaltung, ja. Und sein Geburtstagsgeschenk, Happy Birthday, liegt natürlich auch hier. Und nun möchte ich ein kleines Ständchen bringen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Markus, Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Markus, zum Geburtstag viel Glück. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Und der Markus dreht jetzt hier mal die gesamten Genussartikel, ja, und sein Geschenk. Das haben wir noch nicht ausgepackt, das bekommt er ja erst überreicht. Wir haben es mit Absicht zugelassen, ja, weil wir es dann, es ist heute der Videoteil 12, den wir drehen. Die gesamten anderen Videoteile haben wir ja bereits gedreht. Und in Zukunft werden wir Videoteil 13 drehen. Dann ist das Geschenk ausgepackt und dann werdet ihr sehen, was ich dem Markus geschenkt habe. Okay, alles klar. Also.
just because you feel a little strange. These days they start to blend together. These days they start to change. I know you've been feeling me, baby. Won't you give it up? And we both know that this could be something, but that ain't enough. Thank you.
So, mit den Klängen der deutschen Nationalhymne ist der Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble in Berlin zu Ende gegangen. Und das war unser SWR Extra. Wir haben bewegende Reden gehört von seinem langjährigen Freund Friedrich Merz, von der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der weite Teile seiner Rede auf Deutsch bestritten hat und gesagt hat, es gibt nun ein Leben danach, eins ohne Wolfgang Schäuble. Viele Informationen zu Wolfgang Schäuble, zur Trauerfeier, das finden Sie bei uns alles auch noch online auf swr.de/bw. Und im SWR geht es jetzt weiter mit den Landesnachrichten, SWR aktuell aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ihnen von dieser Stelle einen schönen Tag. Tschüss. Ich bin's nochmal, Hallihallo. Nachdem wir jetzt natürlich hochinteressante Informationen erhalten hatten und noch ein wunderbares Konzert, ja, zum Anlass Gedenken von Wolfgang Schäuble im Bundestag, kommen wir jetzt mal zu der positiven Sache. Der hochkreative, ja, sehr fleißige Markus hat heute Geburtstag? Nein, er hat heute nicht Geburtstag. Er hatte am 21.01.2024, also gestern, Geburtstag. Das habe ich ja auch vorhin schon sehr ausführlich erwähnt. Ja, auf jeden Fall möchten wir dann aus diesem Anlass nochmals seine schönen Geburtstagskarten filmen, die ich für ihn hier gekauft habe. Gleichzeitig stehen auch noch die Weihnachtskarten daneben und ich habe auch noch eine sehr hübsche Karte gekauft, eine christliche Weihnachtskarte für die besinnlichen Festtage, ja? Nun, die besinnlichen Festtage sind leider vorbei. Es war also im Januar, würde ich sagen, ziemlich kühl auch und frisch, ist leider derzeit noch der Fall. Wir hatten also 3 bis 4 Tage in Abwechslung auch Schnee. Gott sei Dank ist er jetzt wieder etwas getaut, ja, sodass wir also derzeit einen Tag Regenwetter hatten, auch über diese Nacht, ne? Und dadurch ist jetzt der Schnee wieder weg. Also ein klein bisschen aufatmen, wieder lecker hier genießen. Ich genieße in den nächsten Tagen noch die Weihnachtsmandeln mit Baileys Geschmack. Und dann habe ich hier meine Dominosteine von Ducœur. Original Aachener Dominosteine, zartbitter. Dann habe ich die Mini-Elisen-Lebkuchen. Die schmecken besonders lecker, von Goldland, ja. Und dann haben wir hier noch Neapolitaner Waffeln. Die sind auch ganz, ganz lecker, kann ich auch empfehlen. Ja, die Lebkuchen hat der Markus mir vom Norma, das ist ein Ort weiter, ein Supermarkt, ja, der also immer ganz hervorragende Artikel hat, ne? Jahrelang schon geht der liebe Markus dann immer diese Genüsse und Leckereien dort besorgen. Was ich auch noch mal erwähnen muss, ist dieses Herz. Markus, vielleicht kannst du noch mal kurz auf das Herz schwenken, was ich hier neu angeschafft habe. Dieses hübsche Herz, das habe ich im Teddy gekauft. Das ist doch ganz süß, ne? Entweder behalte ich das selber oder ich schenke es eventuell bei einem süßen kleinen Kätzchen Julchen, was ja bei meinen Eltern ist. Das muss ich mir jetzt noch überlegen dieser Tage. Vielleicht ist ja noch eins vorhanden, gehe ich noch mal in den Teddy und kann mir auch noch ein schönes Herz holen. Dann könnte ich das dem Julchen schenken. Aber in dieser Hinsicht finde ich es persönlich jetzt auch mal ganz nett zur Tischdekoration. Ja, dann müssen wir noch mal als allerletztes den Weihnachtsmann hier einblenden, weil der wird dann in den nächsten Tagen wieder weggeräumt. Und alles Weihnachtliche hatte ich ja soweit wieder wegsortiert und den Tisch etwas neu geschaltet. Ne? Bis Ende Weihnachten werde ich dann die Weihnachtsartikel auch wieder wegsortieren.
Und dann kommen wir ja dann schon wieder zur Karnevalszeit. Ne? Also wird der Tisch dann anders dekoriert. Ich hoffe, die Vorstellung hier im Fernsehen vom Deutschen Bundestag hat euch sehr gefallen. Auch ebenfalls meine Tischdekoration. Und ich wünsche euch noch angenehme, gemütliche, nicht zu stressvolle, auch bitte gesunde Tage im restlichen Monat Januar. Bitte drückt ganz, ganz fest, besonders all meine lieben, herzlichen, unternehmungsvollen Facebook-Freunde und auch unseren gemeinsamen Videokanal Interessenten und Abonnenten, drückt mir ganz, ganz fest die Daumen für meine Eltern, denn leider Gottes haben diese derzeit Gleichgewichtsstörungen körperlich etwas gehabt und sind leider bei uns im Bungalow anwesend, vor ein paar Tagen sogar leicht umgefallen, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ja? Wahrscheinlich niedriger Blutdruck und körperliche Beschwerden. Meine Eltern haben heute am 22.01.2024 einen sehr, sehr wichtigen gemeinsamen Arzttermin. Ich hoffe, dass dieser durch seine fachmännische Art und Weise es wieder schafft, meine Eltern beide etwas zu stabilisieren, gesundheitlich. Ja? Denn dies ist derzeit auch mein großes Anliegen, dass es ihnen wieder besser geht. Ne? Also drückt mir ganz, ganz fest bitte die Daumen. Ich habe hier auch noch ein Medikament, das nennt sich Effortil. Das ist zu empfehlen bei niedrigem Blutdruck, Kreislauf- und Gleichgewichtsstörungen. Ja? Ich kann es mal in die Kamera halten, falls eventuell ihr auch etwas, was ja mal vorkommen kann, Kreislaufbeschwerden habt oder so, kann ich dieses Medikament sehr empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat meine Vorstellung gefallen, meine Präsentation, und wünsche euch das Allerliebste und Allerbeste. Bleibt mir alle gesund. Wir sehen uns wieder bis zum nächsten Präsentationsvideoteil, und das wird dann Teil 13. Heute haben wir Teil 12 gedreht. Aber wir müssen ja dann gleich noch eine Besonderheit drehen, nämlich den tollen Pinguin. Das werden wir gleich machen. Wir machen jetzt nur mal eine kurze Pause. Diese Besonderheit hat mir mein liebenswerter, herzlicher Fadi geschenkt. Und zwar hat er mir den in der Weihnachtszeit geschenkt. Das ist ein Pinguin-Kalender, kann man sagen, also für Glückslose, ja? Die müssen alle freigeruppelt werden, die einzelnen Lose. Ich bin leider aus zeitlichen, privaten Gründen leider noch nicht dazu gekommen, aber werde mir dann in der nächsten Zeit natürlich die Zeit nehmen und diese Lose freiruppeln, und dann erscheint auch der Gewinn, ja? Also drückt mir doch mal alle Daumen, ne? Dass also hier in dem Pinguin auch ein, ja, gewisser, wenigstens kleiner Gewinn steckt, ja? Okay, man hat also genügend Zeit. Ich kann das in den nächsten Jahren, kann ich das einlösen in dem Lotterie-Zeitungsgeschäft in Inden, ja? Dort haben wir es nämlich gekauft gemeinsam. Ja, der Markus, der filmt den Pinguin. Ist der nicht freundlich? Der sieht doch super aus, ne? Der hat jetzt in der Neujahrszeit, Weihnachtszeit hier gestanden auf dem Boden. Ich habe auch die einzelnen Lose ein klein bisschen festgeklebt und wollte ihn auch nicht verrücken, damit die Lose sich nicht verschieben. Also das werde ich in den nächsten Tagen dann mal in den Angriff nehmen. Und den wollte ich dann im Hausflur dekorieren. Denn im Hausflur habe ich ja jedes Jahr verschiedene Wandkalender und ja, Neujahrskalender, Familienkalender von verschiedenen Apotheken und Supermärkten, Geschäften und so weiter. Da habe ich auch eine Weihnachtskollektion mit den verschiedenen Weihnachtskalendern aus den letzten ein, zwei Jahren. Und
Ja, der Pinguin soll dann auch noch dazukommen dieses Jahr. Okay, also ich hoffe, meine Präsentationsvorstellung hat euch gut gefallen und wünsche euch das Allerbeste und Allerliebste. Ciao!